Dorf angegriffen. Mensch, Siri ist ja wirklich eine richtige junge Dame geworden. Wir dürfen Siri spielen. Ach, schade. Ja, oh, ist auch keine Hexe. Das war knapp. Ich muss hier weg. Ja, wir haben auch keine Hexersinne. Muss mir erstmal dran gewöhnen. Sie braucht Hilfe. Ist ja krass, ey. Die kann sich einfach teleportieren. Kannst wieder runterkommen. Ach ja. Wo sie noch so eine kleine Rotznase war. 2 Folgen her. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Tja, eigentlich wissen wir jetzt gerade überhaupt nicht, wo wir sind, wa? Ja, aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Einen süßen Pfad? Liegen einfach Bonbons herum, oder was? Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Okay, der steht auf meiner Liste, der Typ. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja, naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Mhm, klingt nach dem großen bösen Wolf aus Rotkäppchen. Wenn ich mal raten dürfte, Werwolf. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Vielleicht können wir ja daraus später was machen. Hilfe!
dich! Alter, sind das viele. Das kommt nicht viel. Alter. Kann der mich denn erwischen? Nee. Boah. War nicht Fülle. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut. Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Ja. Komm. Wäre mir jetzt auch lieber gewesen. Muss ich sagen. Also so ganz ohne Zeichen ist dann doch schwierig. So, haben wir das. Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Ja, okay. Das wussten wir ja schon. Schau mal! Da ist etwas! Mhm. Lieber nicht in bleib hier. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Ist ja nicht so, dass man das von da nicht sieht. Boah, Alter. Hm. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen, Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Okay, seine Zunge zerbissen. Oh, Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Hm, das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Hm, was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Es gibt, glaube ich, nur ein Vieh, was so wählerisch frisst. Mark und Leber ist ein Werwolf. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Mhm, klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber... Aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbahn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Okay. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Ja. So, jetzt hab ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Guck mal hinter dir. Aber ist ja schon mal gut, dass wir alles mitgenommen haben. Feuer, doch nicht was umsonst. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So, mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Jo, mal schauen.
Ja, wir nehmen den mal mit. Nicht, falls wir nochmal Höhlen machen müssen. Hörst du? Schon wieder. Alter, schon wieder. Versteck dich, rasch. Meine Fresse, ey, die greifen doch immer aus dem Hintergrund. Läuft der einfach rum. Du kannst rauskommen. Die hast du aber zugerichtet. Die Milch aber auch ganz schön. Sein. Hm, tot. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder. Manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Wegs gibt es genug zu essen. Geh voran. Ja, das ist so ein guter Plan. Los, durch die Höhle. Na, dann gehen wir voraus. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Okay. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Put, 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 Hündchen, hierher. So. Arm, Junge. Okay, der war ja verhältnismäßig einfach. Na, dem hast du es aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch... Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön, bring uns zu deinem Herrn. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt! Ich kenn doch mein Kind! Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde! Sonst werde ich die Hunde loslassen. Die sind
alle nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Der ist ja nett. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam. Was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Also, wenn ich das mache, also wir wissen ja das, was er will. Wir sollen ja seine Tochter finden. Und er war ja übelst nett eigentlich zu Ciri, ne? Das, also wir müssen ja... Aber der will uns das jetzt auch eigentlich nicht sagen. Wir haben es ja ein bisschen eilig. Weil die wilde Jagd ist ja auch hinter ihr her. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Und wenn ich ablehne, weil ich einfach nicht will? Du würdest mich hängen lassen? Nur zu. Ich lass dich dann auch hängen und wir sind zwei hilflose Hänger mit leeren Händen. Stell dir vor, es wäre deine eigene Tochter. Dann müsste es schnell gehen. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Okay. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem... Wählen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Wählen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Vielleicht wurden sie entführt.
Habt ihr Feinde? Höchstens Taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich Ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an Ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Der hat doch was zu verbergen. Wenn wir die finden sollen, so schnell wie möglich, dann wird der uns doch dahin lassen. Gibt's hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Da. Nilfgaardische Forderung. Der Käse sieht auch gut aus, so. Okay, hier drunter ist irgendwas. Ist ja gar nichts. Kann nichts mitnehmen hier? Mensch. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Pferdehaut. Wer liebt denn nicht... Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Wer liebt denn nicht die gute alte Pferdehaut in so einen Säcken? Okay. Oh. Ich hoffe, das war nicht ihr Goldring. Okay, noch ein Goldring, Mensch. Der war viel Gold, du. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Hm. Ja. Ist doch nett. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Hm. Das Bild, die Größe stimmt. So, das da. Der Baron und seine Frau. Hm. Sie sehen glücklich aus. Sag mal relativer. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hm, hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Okay, ein Kampf. Es wird interessanter. Hat der Baron... Okay, das war aber kein Mensch. Tiefe Kerben. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Okay, doch. Hat er etwa seine Tochter und seine Frau umgebracht? Hm, der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Krass, ey. Der hat mich gerade angespuckt. Die Sau. Mist. Hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden.
Goldring. Räuchermittel. Und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Wir sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander. Wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deiner herumstochern könnte. Wir haben eine Regel. Nie mehr erfragen, als jemand von selbst preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns. Nur die Zukunft und unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit. Gegen Perversionen und verabscheuungswürdige Praktiken aller Art. Okay. Klingt wie eine Sekte. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Okay. Ach, jetzt kommt auch noch Voodoo dazu, oder was? Eieieiei. Okay, also die Quest, die wird nicht in 2 Minuten erledigt sein, glaube ich. Da brauchen wir ein bisschen länger. Okay, dürfen wir den töten? Hol den Sonderling raus! Ich glaub, der Sonderling schläft. Alter. Okay. Warte. Da kommen wir wohl nicht ran. Hallo. Mann, dreht sich mir die Birne. Hat sich angehört wie ein Ent. Was gibt's hier? Okay. Alter, gibt's hier viel zu looten, ey. Krasser Scheiß. Ist unser Inventar gleich voll, oder? Nee. Komm, das kriegen wir auch noch da. Gib mir das. Gib mir das. Das gibt's doch gar nicht. Ach, komm schon. Stehen hier wohl auf Zwergenschnaps, so wie es aussieht. Okay. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Ach, die sind das. Sag ich ja, Sekte. Ewiges Feuer, dass du unsere Herzen erleuchtest und uns Licht schenkst. Gib uns deine Wärme, trockne unsere Tränen. Verbrenne unsere Feinde, gewähre deinen Freunden einen Schutz. Gib meiner Mutter Gesundheit, bestrafe meinen Vater, hilf mir mein Schicksal zu erfüllen. Ach, das war hier bestimmt die Tochter, wa? Okay. Bestrafe meinen Vater? Okay, also der wird... Ja, keine Ahnung. Aber eigentlich ist der ja ziemlich dead so, also... Kann jetzt erstmal nichts Negatives über ihn sagen. Aber die Beweise... gehen langsam in eine andere Richtung hier. Da
tatsächlich. Ist ja schon ein bisschen krass. Na, Suche beendet? Guck mal, der hat eine Gandalf-Pfeife. So fast. Die der Hälfte ganze davon. Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Ervelys? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Ich habe in Tamaras Zimmer eine Puppe gefunden. Was kannst du mir darüber erzählen? Hä? Was kann denn an einer Puppe so interessant sein, Hexer? Sie wurde vielleicht für schwarze Magie benutzt. Wo hat Tamara sie her? Schwarze Magie? Bist du noch zu retten? Die hab ich gemacht. Wir waren in Vysima, als Tamara 4, 5 Winter zählte. Da sah sie die Zauberin Triss Merigold und wollte unbedingt eine Puppe haben, die genauso aussieht wie sie. Solche Sachen konnte ich mir damals nicht leisten, also habe ich ihr selber eine gemacht. Also wenn Triss wüsste, wie die Puppe aussieht... Die ist ja so eitel. Das, Triss? Also... Ein großer Kunsthandwerker bist du nicht, oder? Probier du doch mal, wie gut du mit Holz und Stoffhetzen ein Frauenabbild hinkriegst. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen.